Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, ich bin Marcel von eGames und wir spielen weiter Horizon Zero Dawn. Und wir müssen jetzt die Eclipse-Basis stürmen, um das Netzwerk zu crashen. So, jetzt haben wir ja einige Maschinen. Verdammter Plünderer. Okay, ich weiß nicht, ob das so cool wird. Klar könnte ich jetzt... Ja, ich bin jetzt schon runter. Kann ich dann wieder hoch? Könnte ich da etwa wieder hoch? Wow, ich kann die Plünderer einfach zu wegballern. Oh mein Gott. Wenn das so easy geht, dann danke. Dann machen wir es auch, oder? Eigentlich habe ich jetzt gedacht, das wird voll das Mega-Problem werden. Ist auch ein Plünderer. Komm. Ich mache mir auch nochmal kalt hier. Gott, komm doch schneller. Sehr schick. Das gefällt mir gut. Zack. Das nehmen wir auch mit. Alles immer mitnehmen. Das ist das Gebot dieses Games. So, dann machen wir noch ein paar andere Plünderer mal platt. Plündern wir sie mal. Wieso kommt er jetzt? Er hat mich gesehen. Wie kann das sein? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, wieso er mich gesehen hat. Die war schön versteckt. Aber okay, ist nicht wild, alles gut. So, noch irgendwelche Tierchen. Der Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Er ist auch witzig, ey, echt. Dann mal los. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl.
Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Seht zu mir, Brüder! Sie ist verschwunden! Entkommt uns! Oh nein, ich komme hier nicht runter. Ich komme hier nicht durch. Machen die jetzt aber so glatt. Wir sind dran gezählt, aber noch nicht geschlagen. Aber gleich bist du geschlagen, Kollege. Du kannst dich. So. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Eigentlich bin ich Fan davon, dass ich mal in im Stress mal ein bisschen still und so weiter. Offensichtlich kann man das so nicht machen. Der Boden sieht zerwühlt aus. Ziehspuren. Zu dem Tor. Das Tor ist verriegelt. Kein Durchkommen. Du brauchst einen anderen Weg. Ach ja? Ach ja. Welch eine Erkenntnis. So, da ist noch was. So, Gesundheitstränke könnt ihr behalten. Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Solange König Itamen in Sonnenfall dahin sieht, verwöhnt von seiner Mutter, wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen. Doch der Einfluss seiner Mutter... Mein Gebieter, der 13. König des Kaja-Sonnenreichs, wurde ermordet. Von Feiglingen, die eine strenge Herrschaft mit Wahnsinn verwechselten. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte. Niemals zeigt die Sonne mit. Okay. Yeah, Eloy, du bist so stark. Oh mein Gott. Er ist ein Fanatiker, oder? Zielstrebig. Das lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals? Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul. Und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das genügend von dir ab. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Mir gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Hä? Hier entlang? Oder was ist hier los? Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell. Das... ist Hades? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Metallteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Ah!
Zeit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht, aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit! Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Dieser Sieg auf Fahrt. Beeilung. Oh, ja, guter Witz. Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist jetzt ein bisschen Tomb Raider-like hier. Los, Beeilung! Ja, ich beeile mich schon. Kannst du das nicht sehen? Hast du meinen Sprung gesehen? Mann. Oh, ja, guter Witz. Oh, glaubst du, ich halte ein Schläfchen? Oh, soll das ein Witz sein? Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele, das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auf nach Sonnenfall. Und Zero Dawn.
Okay. So, Sonnenfall haben wir wo? Sonnenfall, Sonnenfall, Sonnenfall ist da. Dann würde ich sagen, wir machen das jetzt mal auf die Art und Weise, dass wir erstmal dahin gehen. Oder wir gehen erstmal dahin. Und dann werden wir uns mal kurz nochmal ein Langhals zu Gemüte führen. So. Wenn wir schon da sind, kann man das ja mal machen. So, erstmal kurz abspeichern. So, wir gucken mal, wo ist denn hier der Langhals? Der ist hier. Okay, ich sehe ihn noch nicht. Das geht ganz schön schnell. Ein Sturmvogel. Ich frage mich auch gerade, wie bitte soll ich denn darüber kommen? Ja, die Infiltration. Natürlich genau da, wo ich hin möchte. Aber gut, soll an sich ja kein Problem mehr für uns sein. Das einzige Problem ist, ich komme hier nicht mehr durch. Okay, von Inge tatsächlich noch verfolgt. Ach, von diesem komischen Vogel, ne? Was passiert jetzt? Was war das denn gerade? Ah, vielleicht kommen wir hier hin. Zum Langhals. Ja, ich glaube, ich höre den schon mal. Oh mein Gott, sieht das hier geil aus. Mein Fokus empfängt wieder ein Signal. Oh, ich sehe Maschinen. Verwüster, die sind freigeschaltet. Ein bisschen näher. Ich hoffe, der ist freigeschaltet, sonst habe ich gleich ein Problem. Yes. Kämpfe aber bitte nicht da, wo ich gerade stehe. Thank you.
vielleicht gehe ich mal ein bisschen in Deckung hier. Okay, ich glaube, den müssen wir ein bisschen animieren, in die Nähe zu kommen. Ja, sehr gut. Das geht doch. Schon gibt es hier richtige Rambats. Oh mein Gott, wie viele denn bitte? Eieieiei. Jetzt richtig Krieg der Sterne gerade. Klar, so, das ist erledigt. Danke. Sieh sich das einer an. Wo ist die Maschine denn eigentlich hin? Wo ist der Typ denn jetzt überhaupt hin? Der Kampf ist hier noch nicht zu Ende, Freunde. Keine Ahnung, wen ich jetzt gerade gerufen habe. Sehr gut, jetzt kommt er. Und dann geht Rambazamba wieder los hier. Nichts. Jetzt. Die hauen einfach alle ab. Oh Gott, jetzt gehen die anderen da rein. Nicht hier. Nicht bei mir kämpfen, bitte. Mein Gott. Völlige Zerstörung. Oh mein Gott.
Okay, dann mach einfach mal. Oh Gott. Hier fliegt ja alles durch die Gegend. Das brauche ich vielleicht noch. Ja, wer gewinnt? Und wer verliert? Oh, man hat gewonnen. Das Signal muss ganz nah sein. Okay, jetzt machen wir nochmal die hier zwei. Ich muss nur auf den Fuß. Alright. Dann hat er, glaube ich, jetzt alle hier gekillt. So, kann ich denn die überbrücken? Müsste auch gehen. Yes, mach das für mich bitte. Danke. Absolut kein Platz dafür. Okay, was sind die? Okay, gut. Kann ich tatsächlich irgendwie... Ich glaube, ich muss da hoch. Verwüster, ja gut, den kann ich ja machen. Oh, da kommt einer. Okay, die sind wieder beschäftigt. So, hier passiert irgendwas. Oh
Oh mein Gott, jetzt kommt noch der dazu. Aber weggeballert. Okay, der Wächter ist tatsächlich jetzt schon im Platt. Aus, Kollege. Boah, ich komme da nicht hoch, verdammt. Was kann ich hier? Wie kommt man denn da hoch? Ach komm! Was ist denn das hier für ein Schwachsinn, echt? Ich glaube, ich kann von hier aus auf den Langhals springen. Aus. Okay. Okay, der kommt tatsächlich hier entlang. Sehr gut. Okay, jetzt hoch auf seinen Kopf. Alright, so, dann wollen wir mal. So, wir können uns mal mit diesen Freunde hier mal beschäftigen. Was? Bin gar nichts? Yeah.
Okay, das wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Dann würde ich sagen, wir seilen uns hier mal ab. So, Lagerfeuer entdeckt. Wo ist hier ein Lagerfeuer? Was ist denn hier ein Lagerfeuer? Ach, hier. So, einmal zum Lagerfeuer und dann haben wir es hier schon mal geschafft. Sand in der Kehle. Oh, es brennt. Oh, ja, liegen auch noch mal ein paar gute Langbeine. Wollen wir gleich mal mitnehmen hier alles. Okay, so, dann speichern wir mal. Oh mein Gott. Da geht's ja immer noch gut ab. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, danke nochmal fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir dann Sonnenfall weiter. Und ja, ich danke euch für den Support und bis dann. Ciao.